Salvete und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gothic 2. Heute werden wir mal schauen, was wir noch so an Restaufgaben in Korinnes haben. Und dann werden wir uns Richtung Kloster aufmachen. Ja, das war's eigentlich tatsächlich so für die Pläne für diese Folge. Mal gucken, welche unerwarteten Ereignisse dann auch passieren. So, schauen wir mal, was es hier so gibt. Oh ja, das Kaufpaket, da können wir mal gucken. Konstantinos Ring, ja, das müssen wir gleich machen, der ihre Fällen. Oh, wir haben echt einiges noch zu tun. So, dann schauen wir mal, ob wir hier einfach mal die Truhe knacken können. Ohne dass Konstantino uns... okay, interessiert ihn nicht, dass wir direkt neben seiner Truhe ausrauben. Aber gut für uns. So, wir schauen uns aber erstmal die Rüstung an, die habe ich mir vorhin noch nicht angeschaut. Ja, sieht doch gut aus. 10, 10, 5, 5, einwandfrei. Ja, unser Dunkelpilz, sehr wichtig. Da, die hätte ich fast übersehen. So, was war... genau, jetzt gehen wir zu Cassia zurück. Und werden ihr den Ring bringen. Und damit... sind wir dann auch offiziell in der Diebesgilde? Oh, wir können auch hier mal reinschauen. Stimmt. Da gibt es nämlich doch ein paar Räume und da wir jetzt Schlösser öffnen können. Das war mal überhaupt nichts. Ja, da wir jetzt Schlösser öffnen können, können wir doch mal reinschauen. Gucken mal, was wir so Schönes da drin finden. Jetzt zu merken. Naja, kriegen wir hin. So, wir sind drin. Oh, das sieht ganz so aus wie der Keller von Bosper. Denn hier sind ein paar Häute, ja, ein paar Pfeile. Ja, der Metzger da vorne sieht zwar zu, aber es interessiert ihn auch nicht. Auch wieder gut für uns. Ja, und jetzt? Das war's schon. Ich hätte mich jetzt über die Fälle gefreut. Aber man kann ja nicht alles haben. So, schauen wir mal hier rein. Das ist okay. Da haben wir nur einen Dietrich verloren. Na toll. Ist hier überhaupt nichts. Ein bisschen Gold, aber... da kommt schon wenigstens ein Schwert oder so. Hat sich ja richtig gelohnt. So, dann versuchen wir hier nochmal unser Glück. Super. Wir müssen auf jeden Fall Dietriche kaufen. Das machen wir jetzt auch direkt bei Cassia. Oder bei Ramirez. Heieiei, die sind echt gut verschlossen. Da haben sich echt die Macher der Mod sehr viel Mühe gegeben,
dass man da nicht so einfach rein kann. Das dürfte jetzt der Keller von Constantino sein. So, genau, was haben wir hier liegen? Oh, ein Kronstattel, sehr schön. Dunkelpilz, ja. Immerhin zwei Stück. Ah, ein paar Laborwasserflaschen. Ah, aber apropos Constantino, da müssen wir auch gleich nochmal vorbeischauen. Denn er kauft uns ja spezielle Pflanzen zu einem guten Kurs ab. Und ja, Überkleidung. Und das will ich sehen. Oh Gott, so ein richtiges Schlachthaus hier. Tja, irgendwo muss das Fleisch ja auch herkommen. Also, dann gehen wir mal zu Cassia. Ich glaube da nicht. Was machst du da unten, Kollege? Nichts. Einfach mal rumstehen. Na, wenn es Spaß macht. So, ne Moment. Bevor wir jetzt hier zu Cassia gehen. Oh ne, es dauert zu lange. Ne, dann gehen wir doch erstmal zu Cassia und danach müssen wir noch bei Sullivan vorbeischauen. Und mal schauen, was der so im Portfolio hat noch, was wir noch nicht leer gekauft haben. Ich habe nämlich das Gefühl, wir haben nahezu alles gekauft. Aber mittlerweile haben wir auch ordentlich Geld bekommen. So. Ne, mit den Ratten legen wir uns immer noch nicht an. Aber bald. Ja, es ist also sehr lukrativ, gerade jetzt als Min-Max-Magier, wenn man am Anfang noch nicht so stark ist und halt keine Möglichkeit hat, die Wölfe platt zu machen oder ja, anderweitige Tiere wie halt Schattenläufer zum Beispiel. Und die Pilze, die wachsen ja einfach überall. Und da kann man schon mal ein gutes Vermögen aufbauen direkt am Anfang. Hey, du! So, guck, was ich für dich habe. Ich habe Constantinos Ring. Herzlichen Glückwunsch! Du hast deine Aufnahme bei uns bestanden. Jetzt gehörst du wirklich zu uns. Nimm diesen Schlüssel. Er öffnet die Tür zum Hotel. Da musst du nicht immer schwimmen. Ja, weiterhin danke. Sollst du wissen, dass wir ein Erkennungszeichen haben. Ein bestimmtes Kopfnicken. Genau. Wenn du mit den richtigen Leuten sprichst und das Zeichen machst, werden sie wissen, dass du zu uns gehörst. Gut. Ein Job hat sie hast auch du einen Job für mich? Die Blutkelche. Ja. Es gibt eine Reihe Kelche, die zusammengehören. 6 Stück an der Zahl. Sie wurden einst von König Roba auf einem Feldzug erbeutet. Aber er hat dafür viele Männer geopfert. Deshalb werden sie Blutkelche genannt. Jeder Kelch allein ist nicht von großem Wert. Aber wenn sie vollständig sind, bekommen wir ein hübsches Sümmchen dafür. Wo sind diese Kelche? Sie sind hier in der Stadt. Die Großhändler im oberen Viertel besitzen sie. Bringen sie mir. Ich versuche derweil, einen Käufer aufzutreiben. Was springt für mich dabei raus? Entweder die Hälfte vom Gewinn oder du kannst ein besonderes Stück aus meiner Beute wählen. Okay. Wo habt ihr eigentlich eure Beute versteckt? Ach komm, du erwartest doch nicht, dass ich dir das erzähle. Du hast genug Gelegenheit, dir selbst Beute an Land zu ziehen. Denk dran, wer zu viel will, geht am Ende leer aus. Nun gut. So, hey. Hat der was für uns? Was ist hinter der verschlossenen Tür? Was ist hinter der verschlossenen Tür? Dahinter befindet sich die Truhe. Die Truhe des Meisters im Schlösserknacken. Fingers. Er hat sie mit einem so unglaublich komplizierten Schloss versehen, dass sie bisher niemand aufgekriegt hat. Leider wurde er geschnappt. Sie haben ihn in die Barriere geworfen, wo er wahrscheinlich gestorben ist. Aber wenn du versuchen willst, die Truhe zu öffnen, hier ist der Schlüssel zu dem Raum. Wir kriegen den Schlüssel? Cool. So, wie viele Dietriche haben wir? Einen.
So, wir kaufen uns aber erstmal welche. Ja, Fingers kennen wir ja. Aus dem ersten Teil. Das ist der Kollege, der uns damals schon das Schlösseröffnen beigebracht hat. Und der hat hier eine schöne Truhe versteckt. So, jetzt müssen wir nicht mehr... Sieh an, wo kommst du denn her, hm? Ich weiß. Du brauchst mir nichts zu sagen, ich weiß alles. Lass dir bloß nicht einfallen, hier was zu klauen, klar? Wir können es uns nicht leisten, Aufmerksamkeit auf das Hotel zu ziehen. Ja, jetzt erklärt es natürlich oder erklärt sich auch, wieso Hannah hier steht, obwohl sie eigentlich gar nichts verdient, weil alle kostenlos in der Stadt schlafen dürfen. So, genau, Fingers zu, da gehen wir gleich mal hin. Zeig mir deine Ware. Aber erstmal, wer hat denn Dietrich hier für uns? Ach, erzähl mir nicht sowas. So, das brauchen wir für später, den nehmen wir auch mal mit. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. So, Hakon, du vielleicht? Er soll dir lieber den Mund halten. Zeig mir. Er erzählt alles weiter. Aber Jora. Geheimnis, ich habe es selbst erlebt. Schlimmes. Zeig mir deine das Ware. Ich schon immer gesagt. Nee. Schlimmes. Aber Dunkelpilze, die nehmen wir mit. Hat denn hier niemand Dietriche? Walter, komm schon. Schlimmes. Zeig mir deine Ware. Der den Äpfel, den nehmen wir mit. So, Rengaro. Oh, hier, Kantar. Das ist so ein zwielichtiger Typ, der bestimmt irgendwas. Ups. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Auch nicht. Ich glaube da nicht dran. Okay, so, Rengaru. Von dem kriegen wir jetzt ein. Hey, du bist auch dabei? Ich sag dir was. Wenn du vorhast, in der Stadt Taschen auszuleeren, sei vor allem bei den Händlern vorsichtig. Die achten ziemlich genau auf ihren Kram. Aber ich kann dir einen Tipp geben. Mit der einen Hand greifst du nach dem Objekt der Begierde, mit der anderen fuchtelst du um. Das lenkt sie ab. Ja, du bist ja ein richtiger Experte. So, dann gehen wir jetzt mal zu Torben, denn der wird welche haben. Die Frage ist nur, Quatsch. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern. Genau, oh, erstmal zu Konstantinum, genau. Da wollten wir nochmal nachschauen. Für was denn noch? Da bist du ja wieder. Was zahlt... Oh, Heilpflanzen, Heilkräuter. So, das geben wir dem Heilkräuter. Schauen wir mal, was wir dafür bekommen. Das dauert immer. Ja, das ist okay. Also, zeig mir deine Ware. Denn jetzt können wir uns einfach mal das zurückkaufen. So teuer, aber es lohnt sich. Oh, ziemlich viele Feldknöterliche, das ist auch gut. So. Was ist das wert? 24, ist okay. Haben wir denn sonst noch was, was wir loswerden wollen, können, dürfen? Nichts aus. Kannst du mir einen Trank bauen? Oh, der kann uns auch was bauen. Das ist auch neu. Also nicht nur Neoras im Kloster, sondern auch Konstantino kann jetzt was bauen. Deine Lebenskraft kurzweilig erhöht. Okay, cool. Es gibt sogar neue Tränke. Ja, hört sich gut an. Du sagst es. Was möchtest du denn? 100 Goldstücke. Boah. Kannst du mir einen Trank brauen? Temporärer Trank der Lebensenergie. 10 Weiden oder Waldbeeren und 100 Gold. Ja, irgendwann mal. Jetzt nicht.
So, und dann können wir jetzt auch schön, genau, die Goblinbären mal ein bisschen die Statuswerte erhöhen und die Drachenwurzel. So, genau, Cardiff müsste eigentlich auch Dietrich hier für uns haben. Also Sullivan. Ich bin aus. Nein, leider nicht. Ich habe gedacht. Oh, das können wir auch mitnehmen. Die Snap haben wir platt gemacht. Genau, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Damit wir auch den schwarzen Troll platt machen können. So, jetzt schauen wir mal kurz, ob Cardiff ein paar Dietriche hat, denn der gehört natürlich auch dazu, genauso wie Nagur. Also praktisch alle, die wir bislang getroffen haben, die uns auch Quests gegeben haben oder irgendwie mit der Diebesgilde zu tun hatten. Ja. Du hast es also geschafft. Jetzt kennst du meine Auftraggeber. Oh ja. Halte dich an das, was Cassia dir sagt. Uns ist es egal, wer du sonst bist. Du bist einer von uns. Und nur das zählt. Mich brauchst du das nicht zu fragen. So, ja. Du mischst bei der Bande mit? Na gut, dann habe ich etwas für dich. Wenn du mal Dietriche brauchst, dann komm zu mir. Ich habe noch ein paar auf Lager. Frag mich einfach nach, was zu trinken. Ja, machen wir direkt. Gib mir was zu trinken. So, nehmen wir ein paar Dietriche mit. Wie viele haben wir jetzt? Er muss das ja besser wissen. 8 Stück, ja. Muss reichen. Das ist eine schlimme Sache. So, hat Nago uns noch was zu trinken? Such dir jemand anders. Hier laufen genug Typen rum. Ich habe nichts mehr für dich. Gut, das war eindeutig. So, die gehören alle dazu. Dann gehört auch natürlich Halvor noch dazu. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Was du nicht sagst. Verstehe. Du bist nicht nur hier, um Fische zu kaufen. Ich mach dir ein Angebot. Wenn du silberne Teller oder Kelche hast, ich nehme sie dir für einen guten Preis ab. Genau, und deswegen haben wir die vorher nicht verkauft. Ich gebe dir für deinen gesamten Kram 100 Goldstücke. Ja, kannst du. Gut, ich verkaufe. Das war ein gutes Geschäft für heute. Komm besser morgen wieder, sonst wird noch jemand misstrauisch. Verstehst du? Er sollte lieber den Mund halten. Genau, alles was jetzt irgendwie Silber ist, also silberne Teller oder Kelche, können wir jetzt bei Halvor loswerden. Er sollte lieber den Mund halten. Kann einem leid. So, was haben wir noch an Quests? So, wir brauchen noch zwei Stängel Sumpfkraut. Oh, nee. Wer erzählt denn sowas? Die kosten 60 oder 30 Gold das Stück. Viel zu teuer. Wir schauen mal, ob wir irgendwelche Banditen finden, von denen wir das umsonst bekommen. So, und jetzt geht's wieder zu Fingerstruhe. Genau, die ist sehr wichtig, denn da gibt's ein paar schöne Sachen. Und wenn sich nicht alles geändert hat, finden wir da auch nochmal ein Amulett der Stärke, was uns plus 10 ganze Stärke gibt. Das heißt, ja, fast verdoppelt. Und dann können wir sogar, wenn wir das Amulett der Stärke haben, die nächstbessere Waffe anlegen. Ja. Ein Traum. Vorausgesetzt natürlich, wir kriegen Fingerstruhe auf. Denn die ist echt nicht ohne. Also war sie zumindest in die Nacht des Raben schon nicht. Und wenn die jetzt nochmal schwieriger geworden ist, was ich mir ja irgendwie vorstellen kann, weil sich die Macher der Motten ein kleines Späßchen erlauben. Naja, aber schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe, es sind keine Ratten. Nee.
So, und da ist es ja schon. Fängt ja gut an. Hört ihr Bewohner von Corinis. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Ab sofort wird Lord André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Alle Bürger dieser Stadt, die über kämpferische Fähigkeiten verfügen, hat doch echt gut geklappt. Goldener Kelch, Silberkelch, 300 Gold. Ja, das hat sich gelohnt. Da werde ich jetzt nicht nochmal neu laden, denn ich glaube, wir haben nur 3 Dietriche verbraucht. Sah zumindest so aus. Ja, tatsächlich. Ja, die Truhe. Da merkt man natürlich, dass die schon öfter geöffnet wurde. Einfach nur, weil da so ein bisschen was von der Kombination noch im Gedächtnis geblieben ist. So, jetzt schauen wir mal, ob wir Jasper von unserem Erfolg berichten können. Oder ob es ihm total egal ist, dass niemand konnte sie öffnen, wir haben es geschafft. Ja, tatsächlich. Ich habe die Truhe geknackt. Das gibt's nicht. Sieht so aus, als hätten wir einen neuen Meister im Schlösser knacken. Ich gratuliere zu dieser Meisterleistung. Gut. Immerhin Erfahrung bekommen. Die Belohnung, die haben wir ja schon mit dem Inhalt der Truhe bekommen. Von daher alles im grünen Bereich. So, dann schauen wir nochmal kurz. Oh Gott. So, genau, schauen wir nochmal. Jetzt regnet es auch noch. Was haben wir denn hier? Blutkelche können wir erledigen. Was können wir alles noch erledigen? Ja, das können wir noch erledigen. Okay. Ich glaube, es gibt nichts mehr hier für uns zu tun. Und aus diesem Grunde werden wir uns jetzt auf den Weg machen ins Kloster. Und endlich mal dem Kloster beitreten. So, dann probieren wir gleich mal unsere neue Waffe an den Goblins aus. In der Hoffnung, dass wir die auch endlich platt machen können. Wo sind jetzt sogar 2? Egal, das wird schon. Das wird mir überhaupt nichts. Oje, Mini. Wenn man denkt, man hat einen Lauf, dann kommt die Realität und die Schwierigkeitsstufe Hardcore, die einem nochmal einen Strich durch die Rechnung macht. So, dann haben wir hier noch den Wolf und den Ork. Und vielleicht. Ja, sehr schön. Das war sehr knapp, aber wir haben es geschafft. Ja, somit haben wir jetzt auch jeden Teleporter mal benutzt. Das heißt, wir können jetzt auch die Quest bei einem der Wassermagier, ich weiß nicht wer von denen es war, Medarion wahrscheinlich. Weil Nefarius sucht ja die Ornamente. So, hier noch ein Dunkelpilz. So, hier noch irgendwas. Ein paar Pflänzchen. So, dann können wir auch hier zu unserem Kollegen Errol gehen. Vorausgesetzt, wir haben genügend Steintafeln. Ja, 3 Stück haben wir. Perfekt. Hey, du. Was ist los? Was los ist? Schau dir doch mal die Sauerei dort drüben unter der Brücke an. Sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Diese Saubande sollte man ausräuchern, sag ich dir. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich war mit meinen Gehilfen unterwegs. Da kamen diese grässlichen Kerle wie aus dem Nichts auf meinen Wagen gesprungen und haben alle niedergemetzelt. Ich kann von Glück sagen, dass ich auch heute noch einen ordentlichen rechten Haken verteilen kann. Sonst hätten sie mich sicher auch noch erwischt. Was waren das für Kerle?
Die Banditen, wer sonst? Sie haben die Brücke da oben in Beschlag genommen. Jeder, der die Brücke passieren will, wird von ihnen ausgeraubt. Ich wusste, dass sie dort oben auf der Lauer liegen, also bin ich unter der Brücke durch. Aber mein Karren und meine Waren waren eine zu verlockende Beute für sie. Die Mistkerle sind einfach von der Brücke gesprungen. Direkt auf meinen Wagen. Ich hätte versuchen sollen, mich nachts vorbeizuschleichen. Tja, hätte. Der Karren da unter der Brücke gehört dir? Der Karren, die Waren, einfach alles. Ich habe da ein bisschen was von deinem Krempel eingesammelt. Behalt das Zeug. Nichts davon ist wirklich von Wert für mich. Das Einzige, was unersetzlich für mich ist, sind meine 3 Steintafeln, die sie mir gestohlen haben. Steintafeln? Der Wassermagier in der Stadt will sie mir abkaufen. Und ich habe ihm die Dinger versprochen. Ich will sie unbedingt wiederhaben. Sonst schadet das meinem guten Ruf. Ja, die besorge ich dir. So, hier hast du wegen der Steintafeln. Ich habe einige davon. Ich danke dir. Das sind genug. Damit werde ich mein Versprechen bei dem Wassermagier der Stadt einlösen können und kann endlich wieder nach Hause. Natürlich werde ich sie dir bezahlen. Ich gehe jetzt heim. Komm mit, wenn du willst. Vielleicht kann ich dir ein paar Dinge verkaufen, die dich interessieren könnten, wenn wir da sind. So, warte mal. Was mich interessiert ist... Du hast die Banditen in die Flucht geschlagen? Ja, aber sie sind bestimmt noch oben auf der Brücke. Kannst du mir beibringen, auch so hart zuzuschlagen? Na, sicher kann ich das. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Gut, pass auf, es gibt einen einfachen Trick. Wenn du zuschlägst, holst du nicht die Kraft aus dem Arm, sondern aus deinem ganzen Körper. Dreh die Hüfte, zieh die Schulter nach vorne und gleichzeitig streckst du den Arm aus. Wenn du richtig triffst, wirst du den Unterschied merken. So, der kann uns auch was beibringen. Also der kann uns auch mehr Stärke beibringen, aber das wollen wir jetzt nicht an dieser Stelle. Ja, Errol hat uns ein paar sehr wertvolle Informationen gegeben. Zum einen hat er gesagt, dass Watras uns die Steintafeln abkaufen wird, oder beziehungsweise ihm abkaufen wollte. Das heißt, alle Steintafeln, die wir sammeln, können wir bei Watras abgeben. Wir kriegen auch, glaube ich, ein paar Heiltränke dafür, wenn wir die einzeln abgeben. Und das Sinnvollste ist aber, alle zusammen abzugeben, also gegen lange genug zu warten, bis man genügend hat. Ich glaube, ab 10 Steintafeln erhöht auch dann Watras das Mana. So, hier liegt auch noch gleich eine. So, mit dem können wir auch mal reden. Innos zum Gruß. Was kann ich für dich tun, Wanderer? Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin ein Magier des Feuers. Ein Priester unseres Gottes Innos. Dieser Schrein ist ihm, dem obersten Gott, dem Schöpfer des Feuers und Herrn der Gerichtsbarkeit geweiht. Zu mir kommen die Menschen, um zu Innos zu beten und sich segnen zu lassen. Und für eine kleine Spende bekommst du bei mir verschiedene nützliche Dinge. Das wollten wir. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Der Klassiker. So, das ist ein sehr wichtiger Ring. Den werden wir uns auch nochmal später irgendwann holen, wenn wir genügend Gold haben. So, haben wir was zum Verkaufen? Leider nicht. Oh, den Golden Kelch kann verkaufen. Möge Innos allzeit über dich wachen. Genau, und zu Watras können wir dann gehen, sobald wir mindestens 10 Steintafeln haben, und der wird dann dadurch unser Mana erhöhen. Aber wie gesagt, erst, glaube ich, ab 10. Davor gibt er uns nur irgendwelche Tränke. Ja, und Erfahrung kriegen wir natürlich pro Steintafel auch noch. So, die wollte ich haben. Perfekt. Und die zweite wichtige Information, die uns Errol gerade gegeben hat, ist, dass die Banditen immer noch da sind. Das heißt, die sind alle auf der Brücke. Und die haben dann auch die Steintafel geklaut. Das heißt, die Steintafeln, die wir ihm jetzt gegeben haben, die kriegen wir natürlich auch wieder. Und zwar, wenn wir dann endlich gegen die Banditen kämpfen können. So, die Feuernesseln nehmen wir ja auch mit. Die brauchen wir nämlich auch gleich. Gut, wir haben noch genügend, aber nehmen wir die trotzdem mal mit.
Und da ist es schon, das schöne Kloster. Oder da links davon ist irgendwie was neu dazugekommen. Schauen wir uns auch gleich an. Also schick aus, jetzt gibt's hier auch Bänke. Willkommen beim Kloster Innos, Fremder. Ich bin Bruder Pedro, ein demütiger Diener Innos und Wächter der Pforte des heiligen Klosters. Was ist dein Begehr? Ich will da rein. Ich will ins Kloster. Es ist nur den Dienern Innos gestattet, das Kloster zu betreten. Wenn du zu Innos beten willst, dann suche einen der Wegschreine auf. Dort wirst du Stille zum Gebet finden. So, der Klassiker. Was muss ich tun? Was muss ich tun, um im Kloster aufgenommen zu werden? Wenn du in die Gemeinschaft Innos aufgenommen werden willst, musst du die Regeln des Klosters kennen und befolgen. Außerdem verlangen wir von jedem neuen Novizen die Gaben an Innos. Ein Schaf und 1000 Goldstücke. Das ist verdammt viel Gold. Es ist ein Zeichen dafür, dass du ein neues Leben als Diener Innos beginnst. Bei deiner Aufnahme werden dir alle deine bisherigen Verfehlungen vergeben. Und bedenke, die Entscheidung, ein Diener Innos zu sein, kannst du nicht mehr rückgängig machen. Wie die Ablassbriefe, die man kaufen konnte. Welche Regeln habt ihr euch auferlegt? Innos ist der Gott der Wahrheit und des Gesetzes. Daher dürfen wir niemals lügen oder ein Verbrechen begehen. Solltest du dich an einem Bruder der Gemeinschaft oder an unserem Eigentum vergehen, so wirst du eine Strafe dafür bezahlen. Innos ist ebenso der Gott der Herrschaft und des Feuers. Als Novize hast du allen Magiern des Feuers Gehorsam und Respekt entgegenzubringen. Aha. Ferner ist es die Pflicht der Novizen, alle Arbeiten im Kloster zum Wohle der Gemeinschaft zu erledigen. Ja, wenn du bereit bist, diese Regeln zu befolgen und die Gaben an Innos hast, sind wir gewillt, dich als Novizen in unser Kloster aufzunehmen. Eigentlich möchte ich nur die Robe und ich habe hier diese Statuette. Ich glaube, sie wird im Kloster vermisst. Kann ich jetzt rein? Nun, unter diesen wahrlich besonderen Umständen steht es dir frei, Novize zu werden. Ich möchte Novize werden. Los geht's. Ist das tatsächlich dein Wunsch? Denn wisse, dass es dann keinen Weg zurück mehr für dich gibt. Jawohl. Ja, ich will mein Leben in den Dienst Innos stellen. Dann sei willkommen, haben wir es Bruder. Geschafft. Ich übergebe dir nun den Schlüssel zur Pforte des Klosters. Als Zeichen deiner freien Entscheidung ist es an dir, die Pforte zu öffnen und hindurchzutreten. Du bist jetzt Novize. Trage das diese Robe Wichtige. Als Zeichen, dass du nun zur Gemeinschaft des Klosters gehörst. Wenn du im Kloster bist, wende dich an Parla. Pedro. Er wird sich von nun an um deine Belange kümmern. Werden mir jetzt meine Verfehlungen vergeben? Noch nicht. Sprich mit Meister Parlan. Er wird dich segnen und dich von deinen Sünden reinwaschen. So, und da ist schon die Robe des Novizen, die wahrscheinlich nochmal oder hoffentlich stärker ist. Ja, ein ganzes Stück sogar. Willkommen im Kloster. So, willkommen, neuer Novize. Ich bin Parlan. Ich bin ein Novize. Es ist nicht wichtig, wer du vorher warst. Jetzt bist du ein Diener Innos. Das ist alles, was zählt. Und mit der Aufnahme in die Gemeinschaft des Feuers werden dir nun alle deine bisherigen Verfehlungen vergeben. Sehr schön. Innos segne diesen Mann, der sein Leben in seinen Dienst stellt, und wasche seine Sünden rein. Und jetzt? Zunächst wirst du die Pflichten eines Novizen erfüllen. Du wirst arbeiten und der Gemeinschaft dienen. Bring deinen Tribut ans Kloster umgehend zu Gorax. Er wird dafür sorgen, dass es an seinen Platz gelangt. Und wenn du das erledigt hast, sprechen wir über deine Arbeit hier im Kloster. Alright.
So, dann machen wir hier wieder den nächsten Cut. In der nächsten Folge werden wir jetzt hier mal ein bisschen das Kloster erkunden, ein bisschen die Quests erledigen, damit wir endlich Zugang zur Bibliothek bekommen und dann auch in Richtung Feuermagier werden können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.